Feind ist Sonntag, dem 17. Oktober 1999. Jahr. Das ist die zweite Kassette mit Sora Levina. Das heißt unser Sora Leia. Das ist von der Heim Schawelski, geborene in Kovne, Leute Papieren von 10. Jahr, aber auf einem ist sie viel Inger. Nur wir wollen die beiden Sachen haben. Sora Leia ist weg in Birobidjan von der Erste, im 31. Jahr und dort gelebt 26 Jahre bis in 56. Jahr. Und in der ersten Kassette hat sie uns erzählt. Und hat in 56. Jahr in der Kaba fehlt. Ich komme nach Hause in Kovne. Ja. Nur derweil hat das auch gerettet wird. Wer weiß, was soll gewinnen, wenn ihr seid da. Richtig, meine Eltern. Hat ihr doch klug getan. Meine Eltern haben da reingestuckt in den Stall und haben sie auch umgezahnt. Wer hat daher die Eltern? Die Liedlische da, aber was hat Liedlische von reingeführt? Welcher Ballerboss? Der muss halt ein eigenes Haus. Ja. Und nicht da hinkommen, nur in Provinzen sind gelaufen von daher. Moment, eure Eltern sind nicht gelaufen von Kovne? Ja, sind alle gelaufen. Aber mit den Litwinern haben sie sich verstellt. Was hat passiert? Sind gelaufen von Kovne alle? Ja. Die haben da nicht gewesen. Nur heute Tag ist dort zu ihnen. Da in Litwinach. Und was hat sie getroffen? Es hat sich auch gestellt, aber der Boss da war dort gestellt. Ein Deutsch? Nein, ein Litwag! Ein Litwin. Ich weiß nicht, ob er ist da. Easy. Haben sie gestellt? Bei zwei Seiten. Agef ist meine älteste Schwester, aber Strassnet. Dieser Mann hat gehabt fünf Pferde, fünf Wege in der Posterwege. Diese etliche sind zusammengestanden, eine Seite nicht auf der anderen Seite, meine sind gestanden in der anderen Seite. Und sag ich, aber der Bursch hat gesagt, sie sind nicht gewollt hereingehen, hat er genommen, dem Pferd von vorne hereingeführt. Was ich auf dem Weg und sie hereingestuft und gegeben dem Stall hereingestuft, den Stall und gleich vermacht, hat er eine Wirkung gebracht. Ein Kanister mit Benzin, darum gegossen und hat sie verbrennt. Verbrennt eure Eltern? Meine Eltern, die Schwester. Tate, im Moment, wenn man nicht verbrennt hat. Tate mit der Mama, mit einer Schwester. Zwei, weil ich ganz andere gar vier Schwester. Zwei. Mit sie untergezogen? Ja. Und von wer hat das gekannt? Der Ballboss von seinem Haus, der war sozusagen eingeführt, was ich habe. Er hat sie gesagt, dass er will sie helfen? Er hat sie auch gesagt? Er hat sie gar nicht gesagt. Er hat sie reingeführt auf den Reif und vermarktet. Und mit Benzin untergezogen? Ja. Wer hat Tage ausgewählt? Ohne Hebmechon? Ohne Hebmechon mit dem ersten Tag. Dem ersten Sonntag. Und die Schmattes, was sie gehabt haben, die Gegner haben, hat aber was kann jetzt noch tun, nur für sich. Ihr gedenkt nicht, wo das sie gewesen? Ich bin nie gewesen. Ich weiß aber, man hat das erzählt. Ja, ich habe gestern ein bisschen gewesen. Ein Städtel, ein Stort? Ein Städtel, ein Städtel. Ein Städtel. Mit gewusst nach dem Erkommen, wer hat das getan? Mit dem Vermischten? Das weiß ich nicht so viel. Ich weiß noch an meinen Bruder, der gelebt hat in Kurven. Hassan hat er mit der Tochter gewöhnt, weil er ein kleines Mädel, ich weiß nicht, 5 Jahre, 6 Jahre. Und er und die Weib auf dem Bar gehen dich nicht da, doch ein anderer Bar. Und dort, das weiß ich. Das war auch so ein wenig beruhigend. Ja, bis heim zum Tag, die Ballerbrust, mit mir gesagt, und kommen zu uns, mir gesagt, es ist alles Ding da, euer Bruder. Geht zu der Ballerbrust und wird mir so auch erlegen. Und er hat gearbeitet gut und gelebt gut, sehr. Ich habe gewonnen, als Stepper, nicht in die Welle genommen. Nur ich bin nie gegangen, vielleicht war ich von solchen Dingen nicht gegeben, nicht gegangen. Nur alles Ding hat er gehabt, übergelost. Und ich habe gewonnen, ein guter Arbeiter, aber ich kann es machen. Ich habe aufgesnitten in Post. Halt sie gewinnen, dass sie.
was da war. Wie haben geheißen Tate, Mame, die Brüder mit der Schwester? Mein Tate, den Namen? Ja. Mein Tate geheißen Abraham Leib. Nur man fragt noch auf Leib. Abraham kann keiner mehr gerufen. Die Mame erste Rasse. Hat noch gerufen Rasselage. Nur sie hat gekannt sterben. Vielleicht sie gehen bei der Ballerbrust oder man fragt, geh mir Stube. Obstet man Leila, Hatzichel, weil ich keine speziellen Neiterkäse nie gewesen hat. Und der Bruder mit der Schwester werden geheißen? Der erste Bruder hat geheißen Jeschwor. Und der zweite hat geheißen Arn. Arn ist der Arn nicht gestorben. Aber wir kommen, ist nicht krank. Und die elfte Schwester hat geheißen Musel. Und zwei Schwestern sind geboren zusammen, hier mehr geboren mit Ingo. Hat geheißen Golde und die zweite geheißen Chasse. Wir noch die Schwäger uns, nur der Bruder Schreiber geheißen Rivo. Eine Schwester Saman, Agefischer gewesen von Situm, dachte ich. Er fliegt zurecht nach dem Segers. Salkin, die gehen an seine Familie. Das ist auch noch untergegessen, guter Bruder. Das ist eine dicke Jura, als ich habe vergessen, mich entschuldigen, muss ich mich vergessen, versteht ihr? Ich habe genug überlebt, nur dem ich. Ich habe genug zu reisen, zum Tor nach euch. Das kann ich nicht gedenken, aber... Sag Leia, ich will euch fragen ein paar Wörter, wie wir vielleicht sagen auf Jiddisch in Kovne, wenn ich sage, wenn ein kleiner Mädel. Ich bin gedenkt, ich sage, dass ich gedenkt nicht. Ja. Mit gesagt, umetig zu umetig. Umetig. Das ist, Leute, Menschen werden. Aber wie hat man das gesagt in Kovne? Sag ich euch wieder, Menschen hat ihre andere gesagt, umetig und andere umetig. Beide. Nur Bechlal ist richtig ja unmittig. Aber in Kochen mit uns beide. Ja. Ihr seid von Amerika, ihr persönlich. Geboren. Geboren, aber wo lebt ihr? In England. Aber auf ein Jahr bin ich jetzt darin gewesen. Bei ganzen schönen Wecker, da haben wir geduscht. Ist in welcher Stadt in England lebt sie? In einer kleinen Stadt in Wales. Ich habe gelebt das 8 Jahre in London, dann noch in Oxford. Und jetzt lebe ich in Wales, in einer Stadt, in einer Dörf. Ich schreibe meine Bücher durch. Sagt mir mit gesagt, als solche Sachen, als Zettkine Sachen, als Zettke Sachen, als Zettke Sachen, Takir. Ich habe nicht gehört, als auch. Wie sagt man auf Jiddisch die Stadt? Ottomen, Ottomen? Was? Ottomen. Ottomen? Oder Ottomen? Ottomen. Ottomen. Nicht Ottomen, nur Ottomen. Wie sagt man Ucha? An Eier. Und wie sagt man zwei? Zwei Eieren. Ihr darf das ein ganzes Jahr. Ihr gedenkt an Jontef Chaneke auf Mädel? Gewern Chaneke. In was hat man gespielt? Adredel ist dort. Einer ist ein Gewirr, ein reicher Jid ist ein Gewirr. Richtig. Wie sagt man auf zwei? Gewirrim. Fromme Jiden bleiben wir noch in Tate, kommt man noch in Ganei. In Ganeidem. Wie? In Ganeidem. Wie sagt man auf Jiddisch a Schipka? A Fehler. Wir kennen es doch noch ein Wort mit a T, a To. Ihr Wort hat er getan a Fehler. Wir kennen es sagen a Toves. A Toves. Wie? A Toves. Wie sagt man? A Toves, nicht Toves. Ein anderer sagen a Toves. Aber wie sagt ihr? A Toves. Sie ist a Toves. Ich habe gehört a Toves. Afroyen am Mansbel, wie? Afroyen, am Mansbel ist eine Maschine. Ma, wie sagt man? Mansbel.
Wir haben gesagt, wir stammen, wir stammen. Ja, andere. Wer sagt? Wir stammen. Und in Kovne? Wer sagt, wir stammen, wer sagt, wir stammen. Das ist abhängig, wie wir müssen das nicht. Einer ist ein Narr und zwei sein. Narronen. Man hat nicht gesagt, Narroyen. Narroyen. Wie hat man gesagt, mehr? Narroyen. Narroyen, nicht Narronen. Narroyen. Wie sagt man Letzo? Letzo? Pony. Man sagt auch Azure. Azure. Was meint Azure? Azure heißt das Tag der Pony, nur es ist ein grober Wort. Und der Pony ist ein Edel gesagt. Na da. Wo ist das auch etwas, wenn ihr meint, nicht? Ein bisschen. Ein bisschen. Ihr sagt richtig zu mir, das wisst ihr nicht. Ich bin ein Expert. Ja, das ist ein größer Expert. Ihr gedenkt, ihr gesagt früher auf Adil, ja? Auf Jiddisch Adil. Adil? Nee, gesagt, wie hat man gesagt in Kovne? Adil, ja. Padloge? Padloge hat man gesagt. Und Dil? Und Adil, das ist ein. Nein, aber wie hat man gesagt in Kovne? Adil, das ist bei den reichen Menschen, wenn man so Adil. Aber ist das etwas anderes als Adil von der Padloge? Nein, Adil ist edeler wie Padloge. Du verstehst? Was ist das? Der Inhalt ist dieselbe Sache. Und wie sagt man Patalog? Patalog? Astolivane? Nee. Astelie? Astelie. Asufit? Abalken? Abalken? Die Lubes? Abalken ist. Aha. Also nicht kein Sufit, nicht kein Stelie. Die Lubes? Lubes, Astolivane, Stelie, Sufit, Balken? Kennen einer nicht von Nein. Gut, lassen wir ein bisschen mit etwas. Was wollt ihr allein sagen heute, die Jäden in Ausland, wo sie da kein Monat gewähnt? Was ihre Tatis und Mames oder Bobes und sie, das stammen von da nicht. Sie leben heute in Amerika, in England, Australien, in Afrika. Was wollt ihr sie sagen? Ich will sie sagen, also sie sind Jäden, sondern sie ständig gedenken, sie sind Jäden. Und haben eine jüdische Natur, einen jüdischen Charakter, die Woche. Halten von Gott zu umgehen, in das Meeres darf nehmen. Wenn ihr nicht. Wenn ihr dadurch irgendwas anerkennen, sagt man, dass ihr nicht. Und dann eben mit anderen. Hat man Entschuldigung. Öfter ist von meiner Seite ja grob. Da zum Beispiel wird mein Mann ist gestorben. Und zwischen der Zeit, sie davon sagt, gewinne Männer und Vorsteher, was sie sind, bei den Weibern schon und mir vorgelegt und hab doch auch gesagt. Du weißt, es hat was zu sagen. Einer hat schon gewinne, viele, was er gewinne, vom Weißhaus von Dauer, aber weiß ich nicht, genieße. Und ich hab auch gesagt, die Jeden und alle Männer haben auch gesagt, erst nach der Welt, der Ringer gewinne noch ein kleiner Kind und ich bin tot, so kann man sich das nicht sagen. Das ist nicht gebaut, wie heißt das? Ja, doch, ich vergesse. Stelle, Stolivanie, Sufit, Balken, die Lube, die Lubes? Nein, nein, nicht die Lube. Ich will nicht догадаться, как это называется. Ну, по-русски, скажи. По-русски потолок. Потолок. Aber auf Jiddisch. Ja, потолок. Das ist zentrale Sprache. Wo ist gezeichnet? Ein paar Wörter klappe ich auf Russisch. Очень плохо, я очень плохо понимаю по-русски. Даже понимаете плохо? Шут-шут. Плохое положение, мягкого знака нет. Мягкого знака нет? Нет. Вы пишете по-русски? Нет, нет. Вот нечто. Безграмотный человек. Нет, он не безграмотный. Он литвишкентир. А вада нет, фуганя. Лабаден.
So muss ich gehen mit seiner Labe dir, ne? Ich persönlich kann es nicht leiden, aber man sagt, es ist das. Uns ruft es ist das. Es kostet mir Puden gesund. Sie freuen nicht alles auf was? Nein, bei der Russe, da und bei sie nicht, und bei sie ist das, sie ist danke. Ich hoffe, und dann noch ein Befall, sie rufen mir und so. Wie behandeln Sie euch heim? Ich meide euch, ich will mich sehen getroffen. Weil sie sagen ganz offen, man soll reden auf Litisch, das ist unser Land, unser Litte. Und ich gehe nicht alles auf Litisch. Und auf Russisch sind wir geringer und freier. Warum also nicht alles koche ich lieber. Was heißt das, der Balken? Als wir noch weggehen, ist es gleich der Mann. Ihr noch, müsst ihr mal sein in bei uns oder in Kirche? Ich komme da weiter. Wird es sich der Mann, wie mir so patal. Oh, der Fahrschräger. Der Fahrschräger. Ich habe gewusst, dann setze ich mal rein in den Kopf. Alle Tore weinig, alle. Ich komme allein ins Stub. Wir sind in Kontakt der Sache mit Freite, Niegniewicki. Mit Frieda. Frieda, ich habe Familie. Wie ist sie? Niegniewicki. Frieda dort in Obschine, du hast Sachfreund. Aha, Frieda. Wir wissen, wer sie nicht liegt. Sie greift zu der Teglach. Alles Schabbos. Alles Schabbos greift die Teglach. Oder etwas anderes. In Obschine mit der Teglach, alles Schabbos. Eine Foto hat weg. Im Ganzen. Sie ist echt Frieda. Ja. Yeah. Oh, das ist ein anderer. Kennt ihr da alle hin? Heute ist sie gewesen, in dem Schade sie gesagt, dass ich, weil ich dort nicht ihr Sohn, der Sohn hat gelebt, in Kleipeder und jetzt ist er dort. Mhm. Ist kurzer Weg. Ihr wollt sich von, noch ein etwas der Mann sagt, von der Kindheit, von der Jugend, von Kovne, von den ersten Jahren als kleine Mädel in Kovne. Ich kann sie nicht bringen. Ihr werdet, sie wird mir gleich dran bringen, der Haus ist keine Trennung, Entschuldigung, wurden die Verräter von mir. Nein, das war der Mann in meiner Vergangenheit am Leben. Das ist der Ort, der kommt immer allein. Sie durch, hat ihr Geidach, Käsenbräu, auf Drößen, in Gas, auf dem Tatar, fall ich. Ich fall. Und ich liege 8 Minuten, 10 Minuten, wann man hebt mir auf. Da, was ich im Zimmer fahre. Sie wird sich hitten. Ja, ihr sollt sein gesund und man soll sich treffen in Frieden. Ja, man soll sich treffen in Frieden, aber gesund kann ich sein. Nein, no, sag das nicht. Das wäre besser. Nee, oder darf ich gehen zum Doktor, da gehen darf ich mir etwas geben. Und sie nimmt er nicht auf? Da weil wir Flecken zunehmen, jetzt können sie das nicht nehmen. Na, eben so, aber gehen da hier, die mit der Krankung. Ich darf mir etwas geben, dann nicht. Wie viel nimmt er? Schreibt mir, wie viel nimmt er, das ist mir doch kein Preis. Aber dann machst du. Wie viel wird sie geht? Das gibt 10 Liter, das gibt 50 Liter. Das gibt etwas in Stubkocht ist. Ah, der Litwische oder der Russe gibt sie nur gefüllte Fisch. Was redet sie? Nein, mir geht gar nicht, ich kann sagen, aber ich hätte nicht kein Leben. Nicht kein Leben. Versteht, es ist schrecklich. Mit gesagt, du bist gekommen, sie du bist gekommen. In Kopf.
Binst gekommen. Wie? Binst. M. Nicht bist. Binst gekommen. Was meint Agelem? Agelem? Ja. Sanar. Agresanar als Agelem. Wie sagt man auf Jiddisch in Kovne Kartoschka? Bulves, sagt man. Oder Kartoffel, sagen sie in alle. Sie sind nicht kein Bulves, weil die das am Molle gewählt haben, Bulves, Kartoffel. Mir gesagt, ihr seid gerecht oder ihr seid gerecht? Ihr doch. Das ist Binsgewinn frei, aber jetzt frage ich wegen seid. Ihr seid gerecht oder ihr seid gerecht? Ich erweise mir dem Sommerwort, ihr seid gerecht. Ihr seid gerecht. Und ihr sagt, ihr seid gerecht. Nein, ich frage, wie man gesagt hat. Ihr seid gerecht. Ihr seid gerecht. Ja. Yeah. Wie sagt man Otschen Noga? Noga. Sehr Asach. Man nicht gesagt Afule. Asach. Sehr Asach. Afule, Afule, Afule. Afule, ja. Sehr Asach. Ihr gedenkt, in Kochne gewähnt Chassidim ein bisschen? Gewinn? Ihr gedenkt etwas an Amolike Lidl auf Jiddisch? Gewinn Lidl. Ihr singt etwas von uns. Weiter sehr gut. Machetten ist meine, machetten ist der Getreine. Ich komm zu euch und nach Pariku. Ich komm zu euch von der Pariku und Tomer wird er sein, als Schlachter bei seinem Schwieger, wie eine Mami soll ich nicht verdrießen. Und Tomer wird er sein, als Schlachter bei seinem Schwieger, wie eine Mami soll ich nicht verdrießen. Nun ist da noch der Lied. Sie gewinnen ein Lied in Berobidjan, Jean Kouye. Als man fährt in Sevastopol, ist nicht weit von Simferopol, nicht gewinnt das Lied, das sowjetische. Dort ist das Tanz hier voran. Nein. Jean Kouye, nicht gewinnt das Lied. Nun, was ist das jüdische Wort? Das jüdische Lied. Der Schneider meint, die Nudel geht, der Mäuer dreht, nicht auch im Bräut, nicht auch im Bräut, nicht auch für Kinder kein Bräut. Was ist der Schneider auf der Welt? Ich leide heiß, ein ungerlichen Kjaut, es ist finster um, mit dick und kalt. A kranker Schneider sitzt drinne. Das ist auch wieder. Die Kämpfer, das ist auch wieder. Warte, beruf. Nur ein wirklich Nutzer sitzt nicht, er singt sich nicht. Was noch? Noch wieder so ein Amunen. Adifl, ich nutze jetzt nicht Adifl. Ich habe als Übermensch. Ich sage, 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 Noch ein Lied auf Jiddisch, Efscher? Was sagt man da morgen über sie? Ich habe auch gehört, was schrieb man sagt, jiddische Lieder. Jiddische, das ist schon.
Von der Mama fragt, ob ihr singen? Nein, meine Mama fragt nicht singen. Ich hatte 6 Kinder. Und sie haben gelebt sehr rohren. Also haben wir sie auch nicht. Oh, sie sind ganz sehr froh. Es ging ein bisschen mehr, es darf nicht. Wo ist sie jetzt hier? Da sind jetzt nicht, hat sie nicht mehr singen. Und das hat sie dann beschlossen, bis gerade. Ich kann schreiben, absolut nicht. Und Taten, vielleicht doch mit der Freude 2-3 Euro. Und sie kriegt starben. Kriegt dann noch nicht mehr aneinander vor. Na Junge. Aber die neue Freude hat sie nicht anerkennen, die Kinder. Na ja, Stiefmann, na Matsche. Vielleicht sind die Kinder, darf man aber streiten. Ja, sag Kinder, wir haben ja seine Säge, wir haben ja gefahren in Amerika. Und dann haben wir tun. Und der Bruder, der was schon gehabt hat, gehandelt mit den Hühnern, wo der Jüngerreiche gehabt hat, ein eigenes Haus, hat er dort nach dem Bar gehen. Gehabt ein eigenes Haus, gehabt Kinder, und sag ich, gelebt reich. Gewaltig. Bald, ja, man darf ihn sich nicht mehr bald in den Weg haben. Ja, weiter weg. Ihr Vortrag auf dem Land in Wilnig gleich? Ja, gleich. Ja. Ihr führt da mit Maschinen? Ja. Nur ist brennt, wie ich das jetzt zuvor. Wie viel gedauert euch? Eine Schottzeit? Eine Schottzeit, ein bisschen. Ja. So gar nicht mehr gut. Weil vor mit dem Bernie gedauert lang. Lang. Mhm. Sag nicht, und weichen daheim, bänkt doch noch euch. Von alter Bocher, keiner bänkt. Ah! Starhebig. Hat er abgelebt, er lebt meiner allein. Ja. Nur er hat Schwester, Brüder. Geweihren, ein paar Drüge. Geweihren, ein paar Drüge. Wisse macht er. Ein paar Drüge sind interessanter, nennt er sich Geweihren. Ja. Nein, danke, mit der Freude. Wenn es ein Bollein geht im Theater oder man geht im Kino, geht in Gas und mehr Wert. Sie sind ein anderer Sache, nicht einer allein zum Leben, ihr versteht. Ich hätte ihm noch gesagt, wäre ja toll. Aber ich halte in dem Leben einer allein. Oh, es ist gut, dass er hat. Danke, Chalwerem und Patrick sehr, sehr interessant. Ernst. Das ist ernst. Tate, du hast gespielt, ich kann nicht mit dem Gehoben. Hm? In der Oventum gespielt, Sohn mit der Taten in Korten und die Mama fragt auch am Wetscheren. Ich das versteht er alt, ja? Der Sohn gewinnt und der Tate verspielt, der Sohn gewinnt, der Tate verspielt. Aber der Sohn hat noch gedreht, nicht der noch gespielt. Ist einmal, so, der Tate genommen gewinnen, sagt der Sohn zum Taten, Tate, du hast du spielst, kann nicht, bist aber grobener. Er hat ihm nie gesagt, kann nicht, was spielst du? Weil er kein Rechnen gibt, ja, nicht, bist aber grobener. Da ist er gesagt, da ist er gelehrt, was man benutzt, nicht nur eine Brehre hat man. Jeden darf man keine sehr Sprache, man kennt nicht die Sprache. Es ist schwer von Herzen und es ist teuer. Jeder denkt, dass er ein Eid. Ich habe alle Männer gesagt, die Männer sind gestorben, so haben wir gewählt. Das haben sie überhaupt gesagt. Das Lachen ist nicht gewählt, heute der Sohn, der soll kommen, als Stieftaten. Nicht versteht. Es ist doch verschiedene Männer, es ist doch verschiedene Frauen. Und es ist sehr teuerig. Und man bleibt einer allein. Schrecklich teuerig. Wo teiche Mutter hat, Chalerem, Chalertes,
damit haben wir noch nicht so in der Wort. Ja, hat doch eine Währung gehabt, das. Bei euch da ein bisschen. Ich gehe rein in Obschine, gehe ich rein in Beschasses hier. Das ist ein Freilicher ein bisschen, ne? Und ich sitze in Winkel beim Antenner allein ganz still. Nur danach gehen wir rein in ein anderes Zimmer, geht in dort und man macht Tee und man macht noch Brot mit von Konserven, die Fisch macht. Oder Käse. Brot mit Käse, mit Taglos-Tee. Man weiß uns Bilder wegen Israel. Da kriegen wir auch in Televisor, weißt du. Nun, dort ist du, die Mehrheit, das bin ich da jetzt, ist du bei gewesen, in Lager, da gewesen, Deutschland gibt es, uns ein Generäus geschickt, und in Deutschland gibt es, Deutschland gibt alle Geld. Und nichts, dann kannst du echt Geld sehen, leben und sehr gut. Und jeder hat so sein Wasser, jeder hat so sein Glück. Und wenn sie mich kennen, sie lebt man. Das ist unmöglich. Ich habe vergessen. Ja, es war Flieder, jeder schon. Ich habe mich vergessen. Ich dachte, da noch sein so gekommen am Morgen. Und ich sage noch sehr. Ich habe mein Telefon. Ihr seid im Besmetter, seid ihr ja gewesen. Gewinn ein Tag guckt zu tun. Ist es da in der Pschine, wird es ja sein, noch einmal. In der Pschine, weil ihr gerät zu sein, und gewinn ihr nun gesessen, doch in der ersten Reise sitzt ihr. Ihr gedenkt mir. Ja. Yeah. Das spricht man, bei dir spricht man sehr besser, gedenkt. Weil ich lalle nicht, ich schreie, kein Mal nicht. Ich habe wohl, das ist still, ich kann mich lalle nicht. Aber dann schreit man, dass man da sagt, weil wir. Was kann mir helfen, Seele zu besseren, so Männer zu sagen, Geliebte, er dreht sich. Wie kann man das? Wäre die Frau, was da reingekommen ist? Ja, Litwische, sie lebt da. Wäre sie, sie lebt euch? Sie lebt da, sie hat Zeit, sie ist eine Litwische. Aber sie lebt in einer besonderen Dürre, sie da? Nein, da im Korridor noch, ein anderer Zimmer. Was geht sie zu euch rein, sie sagt, aber? Was für Charakter ist sie? Ja, was geht's her? Weil ich sie nicht gekannt. Sie ist, dass die Psyche ist krank, nicht die normale. Ich meine, dass ich mit ihr zusammen bin. Wenn ich verstehe, sie ist eine Psyche ist krank. Der Sohn will nicht, er ist da Sohn, er will nicht ihr schicken in ein Elternhaus. Dafür, weil sie da, darf zünden bei ihr die ganze Pension und die Tiere. Und sie nimmt er zu der Pesche. Und er verschreibt die Tiere auf seinen Namen. Jetzt will sie verschreiben, dass sie noch eine Zündung haben, ich weiß, was sie sagt. Und hat er weit mit Kindern. Sie sind mit Kindern alle geschlafen. Noch ich schweige, drei Wochen. Agef, ach, halt was da und wird sein, darf man sagen, verleihen kann. Da haben wir doch noch ein Jahr so und das wird seine Kinder. Diese Mischungen, was über zu reden. Du bist schon ein Meister. Ja, alles versteht. Nein. Er versteht dich, ja? Ja, er versteht. Alles versteht er. Jedes? Nein, geht nicht. Ja. Und er kennt vielleicht nieder? Alles kennt er. Gut, ein größten Dank. Das ist alles. Ich vergesse noch ein Lied recht zu sagen. Ihr denkt noch ein Lied? Oh ja, Sachlieder und was ist das? Nun, ihr habt erklärt, dann kommen wir dicken mal. Ja. Ihr habt erklärt. Ich lose euch umtacken die Lieder, weil ich. Ja, mir will es schon. Ihr versteht, dass der. Ihr habt erklärt. Gut. Nun, ein größten Schicken. Thank you.
ich. Ja. Sagt mir, dann verschreibe die Adressen gleich. Mir was haben wir gehabt, ich gebe meine Rat und die Christen von Ignalina. Hier gehen in Ignalina, ich habe Bilder darauf geschrieben, ich habe sehr gesagt. Was für Bilder? Krapaus, kenne die. Ja, sie haben Blumkett mir geführt zu ihr, mit der Sache hier zurück. Ja, aber ich komme mit der Jahr hier zurück, ich habe für sehr gesagt, sie ist gelernt. Sehr gesagt, Bilder. Ich habe hier geschrieben, in Amerika, ich habe ein bisschen Geld verliert. Das ist eine kleine Karole. In Amerika. Geld für wem? Für was? Für das Christen organisierende Museum. Ah. Sie da in Amerika, da in Boston. Ja. In Boston ist da Gilbert Garber. Mhm. Er hat da geschrieben. Ja, wir haben so geschrieben, Jürgen. Wie ist euer Name? Mein Name ist Josef Yitzchok Gawende. Josef Yitzchok? Josef Yitzchok. Josef Yitzchok? Sie ist gerne auf mir Yitzchok. 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 Aber im Dokument bin ich Josef. Aber mit der gerufen Yitzchok. Yitzchok Gawende. Yitzchok Gawende. Ihr seid da geboren darin? Ligmian. Ligmian. Das ist Vater. Meint. Ne, guckt auf mir jetzt da, ja. Wir stehen da in Kovne beim 9. Volk mit Yitzchok Gawende von Ignalina. Ich war geboren in einem Dorf zwischen Ignalina und Ligmian. Leben Palusch. Palusch, weißt du? Ja, wie heißt das dort? Sakarve. Dort leben zwei Familien, jüdische. Das ist dem Viktor Gelinskis Seide und mein Seide. Mit meinem Bob. Noch mein Bob gewesen, Viktor Gelinskis, Tatsa seine Schwester. Mein Bob gewesen, Viktor Gelinskis, Tatsa seine Schwester. Viktor Gelinskis, Tatsa gewesen, Schleume Feivis, Gelinski, er gewesen, Direktor vom Medem-Sanatorium, Leben Warsche in einem Magician oder Falenice. Das war einer von den berühmtesten Senatoren in der ganzen Welt, jüdische. Und sie gehört zur zentralen jüdischen Schulorganisation. Und Schleime Feiv ist sie Mitglied von CSO. Und er war der erste Direktor von einer jüdischen Schule, einer jüdisch-rednischen Schule in Warsche, verhoren mit Kindern auf Krochmalne 26. Aber allein ist er geboren dort, sind zehn Kinder im Spruch. Sie sind später vom Dorf herübergefahren in Dux und ist später gelebt. Aber er hat gar nicht die Wille Yeshiva. Daher ist noch einer, dort ein Lehrer, ich bin von Svinzaner Motel Gelinski, der Batke. Eber kennt Feine Brandzowski, Wille kennt er, das ist ihre Cousin. Motel Gelinski, der Batke, der noch ein größer Pädagoge gewesen. Einer von den größten Pädagogen, noch Janusz Korczak, in den Gang bei den Gelinskis. Und sie haben geschrieben, der Josef Mlotek hat zusammen mit Gelinski, ja weißt du, Josef Mlotek von vorwärts, angeschrieben eine Pjäse, der Speichler, mit Motel Gelinski. Nur der Herr Gelass in Zahner dort in Brumberg. Dort sind alle Kamaten waren die Anführer. Svinzaner war ein jüdischistischer Staat. Am ersten Jüdischisten. Nur wegen Sichler, das ja, wegen Sichler. Nur bin ich geboren dort. Und dort nachher sind wir gelebt in Ligmian. Ja, weißt du, Ligmian. Aber ich bin geboren in Achederindl, sind wir rübergefahren in Ignalina. Er ist sehr rum, dass ich im 79. 80. Jahr bin ich auch gelebt in Ignalina, 17 Jahre. Bis zum 24. Juni 1941. In Ignalina. Bin ich weg mit Ziske Sapires Bruder Schmuel. Sind wir weg und noch etliche Hebräer. Sie sind alle umgekommen von Frontier, meiner von sich geblieben. Sind weg, Firma sind wir weg. Die Schäuelbank, Leibel Itzigson, ich und Mulke Sapire. Nun, noch einmal gekommen, bin ich gekommen in Padbrotsch. Meine Mama ist Agelinske von Dorf Gaviken. Das ist Leben Palusche. Leben 3 Kilometer von Ignalina. Und mein Seele ist von ihrem Dorf, mein Seele ist Familie gewesen, Schneiderowitsch. Das ist von der Mama-Stadt. In Norden und Chove bin ich gekommen und begleitet meine Tante in Padbrotsch. Ein Physiker lebt jetzt in Padbrotsch. Aber gab es eine Jahrzeit ein Vertreter von Vorsitzender von Kooperativen gearbeitet. Nun, und danach haben da gelebt meine zwei Cousinen.
Einer ist gestorben da in Kobne. Und einer ist gestorben später in Brasilien, in 82 Jahren. Ich bin gekommen zu sehen, ich habe da geheiratet und angehört und ich habe da gesprochen. Ich habe eine Tochter in Kanada, Toronto. Und sie kommt zu mir und nirgend bei ihr gewesen. Ich habe sehr akusen an zwei Seiten von der Mammeszeitung und Tateszeit. In Kfar Saba in Israel bin ich bei ihm gewesen. Und mit zweieinhalb Jahren zurück hat mir verbeten, zu machen eine Rüstung wegen der Familienreunion. Da sind vorgekommen in ein Hotel in Malon, Kiryat Anovim, neben Jerusalem, wo ich hab gehalten, zwei Tage Referaten wegen der Historie von den Städtlern unserer. Ich habe noch geredet wegen der Städtler. Und wegen der reichsten Städtler habe ich noch geredet. Und erzählt, wo es um Gleb Gelinski ist, und eine Welt. Lintep um Gleb Gelinski ist, aber Lintep ist ein Reisen. Könnt ihr uns ein bisschen erklären? Ihr habt gesagt, für Reisen, ne? Reisen. Wie hat man gesagt? Reisen? Reisen hat man gesagt. Reisen. Wo ist Reisen und wo nicht Reisen? Wie ihr seht, das kennt man. Ich habe erzählt eine Anekdote. Ihr wisst, es ist eine Anekdote, ein Witz. Als in 20. Jahren nicht auf Top einstellen, die Grenze, weißt du, der Meister? Ne. Dem Grenze zwischen Litte und Russland. Ist von Litte gekommen ein Vertreter von einem Minister Aid, ich vergesse meine Familie. Und von Russland gekommen echt Aid, ein Kommissar Joffe. Haben sie gedacht, wissen, wo ist Litte und wo ist Reisen, wo ist Russland. Haben sie gefragt bei Liden, dort wo wir Hebton Davenen, Baruch Shomar, das ist Litte, wir schnacken. Und dort wo wir Hebton Davenen, heute leider neu, das ist Reisen. Und wir trotzdem sind gestanden. In der Hedutschik, leben Hedutschik, da ein kleines Dorf, ein jüdischer Dorf, der Jatschuk hat er gehört, er gewesen, ich habe fast zwei Jahre dort gewesen. Dort lebt noch Chassidim. In Reisum sind gelebt Chassidim am Ersten. Am Ersten. Und in unserer Art gelebt sind. Ist Lomo schon Michalischik? In Michalischik, ich sehe, Michalischik. Michalischik gewinnt bloß mit Snagden. In Michalischik mit Snagden. Aber das ist doch weiter wie ein Dutzitschik. Das ist, Michalischik ist zu Willen und zu Smargon. Wie versteht, Michalischik ist... Das Litte zu reißen. Faktisch in Michalischik, wenn wir so nehmen, als ich, ihr das Litte. Faktisch. Ich lasse Ihnen eine Geschichte mit Michalischik. Als ich schon in den Milchome, sein mir gelaufen in Russland. Leben Polotsk, weißt du doch wo. Hab ich sich verloren mit Mulke, Sapiresiskes Bruder, und mit noch einem Lebkitzer. Bin ich geblieben mit einem Solbank, ein Barber von Ignalina, ein Frieser, das muss man sagen. Hey, ich bin ein Blonder. Geh immer, steht der Wald, und im Wald ist voll Miliz, Polizei. Voll Polizei. Und sie verhalten uns. Und da ist Papieren. Und sie sagen, wir sind ein deutsches Spionen. Und es geht da raus, ein jüdischer, wir sagen, wir sind Jeden. Geht da raus, ein jüdischer, ungetan, Polizeiform, eine Frau, ein junge Mädel. Und hebt dann reden zu der Fiede. Sie redet mit einem Adesser Akzent. Und wir reden anders, wir reden mit einem litischen Akzent. Sagt sie, das sei nicht kein Jeden. Auf uns. Das sei ein Deutscher. Herr, ich habe mir gesagt, Vraschot, weißt du was Vraschot? Das heißt, aufschreiben, abschießen. Ich habe das nicht verstanden, ich habe gemeint, Vraschot, damit lässt du da weg. Mit dem Mal geht zu einer Mensch und sagt, von wann seid ihr? Sag ich mal, wir sind Ignalina. Sagt er, Itzik Iwanter, kennt er? Sag ich, Itzik Iwanter? Nein, Iwanter, fragt er, kennt er? Sag ich, Wade kennen wir. Sagt er, wie sein Name? Sag ich, Hitzik und sein Weib ist alte. Ah, sag ich, mein Stamm sagt er, Michaliska, weil Hitzik ist ein Michaliska und er geht doch nach Bruder Selig. Sagt er, eben doch Selig. Ich hab ihn nicht erkannt. Sagt er, sind noch jedes Engler von Ignalien, ich lasse das befreit. Und das ist Michaliska. Ich bin ein Sachmal mit Michaliska. Ich hab so geschifft mit der Willi in Michaliska, mit der Schiffhalle, mit der Pan. Weil ich hab in 39 Jahren, ich hab eine gewisse Zeit gelebt bei den Seiden und bei der Väter ein paar Brot. Nun, ich weiß alle Städte dort, nur mit dem Wiedergewehr. Welche gehören Litte bei Jeden und welche Reisen? Zwirle muss. Die Jeden haben einmal wegen das nicht, ihr versteht, praktisch ist ein Jeden, was am gelebten Reisen ein echt Litwakisch. Viele leben in Minsk, haben sie recht Litwakisch.
Aber die Territorie, jeden von Reis nehmen. Faktisch, die von Reis noch mal ein bisschen gerät, mit einem nicht so einen anderen Akzent wie mir. Die liebt sich jeder noch mit dem Samer. Und die Reisen haben gerät, Womir, mit dem Lamed, mit dem Lamed. Womir, Wosmir, das haben sie gerät Reisen gesehen. Aber praktisch sind das echt Litwakers alle. Nur dort in den Westen in Chassidim, bis bei unserer Seite, wenn am ersten Schnacken. Wo ist Zwinzian? Was? Zwinzian. Zwinzian ist Litte. Zwinzian ist Litte. Aber Linte bis in Reisen. Und Schwier und Kamai, dort und da steht alle Postev, das ist ein alter Reisen. Und die Männer, und die nehmen Heidutschek, keine Heidutschek Litte. Aber die Goyen, warum sind gewinn Reisen? Henakes, so haben sie gerät. Henne. Henakes, das ist bei Russen, ist bei sie in Sprache, doch. Hennes Kasala, Hettes Kasala. Ist Henakes? Henakes, like Lieden, so haben sie. Lieden, sagen das Russen? Mit der Gelächter, Henakes. Henakes? Henakes. Weil sie in ihrer Sprache gewinn Henne. Ich habe gerade eine deutsche Kreuz, ich habe zwei Tanten gehört. Lass mal gehen, ich lebe das in der Mitte. Ich wollte euch gerne erzählen, sehr, sehr ja, Geschichte. Schreibt deine Adresse mit dem Telefon, mit all den Vermeldungen. Los. Ist gelernt. Ich sage, du mal, das muss ich schreiben, sondern vielleicht gut. Gut. Man soll sich keine Gefindung mit dem Mann. Das ist der. Kaunas, Kaunas. Gut. 3, 0, 20, 8. Da nummer 25. Maar zo 25 Kaunas hebben we dat niet. Dat is aan je. Das haben wir geschrieben. Das schreiben wir nicht. Wir sind hier schon da. Mein Käse. Das hat er gewonnen. Mein Käse. Weiß ich, dass er gerade denkt. Bitte. Aber wir schreiben nicht. Ich kenne seine Mama auf dem Sohn, ich kenne seine Taten, ich bin die Mama, wenn ich eine kleine Mädel kenne. Wer ist von Worne? Von Worne? Worne, meine ich. Die Mama. Worne ist er, aber die Mama, ich habe ihre kleine Mädel. Worne, der Tate von Trische. Ich habe ihre kleine Mädel in der Mama. Liūdna proga, tragiška proga, didžioji akcija. Reiškia, pagal tą mūsų visą tradiciją mes čia susirenkam ir paminim šitą. Tai parodo ir vainikas, ir mūsų, ir vilniečių. Reiškia, pasisakys keli žmonės, paskui apeisim ratą, paminėsim tos žuvusius. Rabinas mūsų yra, aš jums paminėsiu, Kurėlis,
Kabanski ir pasakys maldą. Tokia reiškia mūsų minėjimo programą. Reiškia, žodį suteiksim Kauno kaliniui, reiškia, jis šiuo metu gyvena Vilniui, Chaimas Glikas. Švesta. Alle Jahre kleine das zusammen und da die wir sein noch geblieben leben. Ich bin einer von die, was ist gewesen in der Greise Aktie und ich lebe da sein da viele Sachen. In dem Tag, wenn wir uns herausgetrieben auf dem demokratischen Platz und man hat getrieben auf links und auf rechts. Keiner von uns hat nie gewusst, wo es ist gut. Oder auf links, oder auf rechts. Ich mit meinen Eltern seinem durchgegangen sechs in Abend. Die Tantes mit den Onkels seiner weg auf die linke Seite. Wir sind geblieben auf der rechten. Das ist gewesen es. Der treuerige Tag hat keinmal nicht vergessen werden. Der schreckliche Tag, wenn man herausgetrieben die Menschen von Balnitze. Menschen, Kranke. Alle Minuten herausgetrieben auf dem Platz. Der Tag, was hat passiert bei uns, mir jeden Torn Kemel das nicht vergessen. Goldmann, wir werden leben, weil wir alle mal kommen da. Unser Dämonen, der ist von uns geblieben auf jener Seite. In der Nacht haben wir gehört, nur die Schüssereien von Neinten fort, haben mit euch geschossen, unsere nennste Freund und nennste Brüder und Schwestern. Eben, vergesst nicht, als wir haben du gelebt, als eine schwere Lage, seid alle, nehmt, vergesst die schlechte Seiten, seid einer zum Zweiten, wie ein Bruder, wie eine Schwester. Da lohnt sich, was ihr du gemacht. Seid alle gesund. Mūsų, mano žmonės. Man tiesiog mėla matyti jūs visus čia tokią sunkę ir tragišką sukakties dieną. Prieš 58 metus ši diena buvo baisi, tragiška, skausminga, kuri niekada neišblės jūsų širdyse. Ne tik prisiminimai, juk beveik kas antra šeima jūsų artimųjų guli šituose mūsų masiniuose kapuose. Turbūt kas antra šeima skaičiuoja savo nužudytus vaikus, kūdikius, išplėštus iš motinų rankų. Kas antra šeima niekada neužmirš tų visų baisybių, kurios buvo tada, tais baisiais metais, kurių žmonės neturi, neprivalo, neturi teisės užmiršti. Aš manau, kad šitas atminimas turi būti, turi likti mūsų vaikams, skaitau žydų vaikams, lietuvių vaikams, turi likti visam pasaulyje. Mes, muziejininkai, darome daug ką. Ir kartais galbūt mums ne visada pavyksta, bet aš labai džiaugiuosi matydama jūs. Jūsų pagalba muziejui labai reikalinga. Reikalingos jūsų relikvijos, reikalingos jūsų nuotraukos, jūsų prisiminimai. Ir kartais mastau, taip mažai mes padarėme, neužrašėme prisiminimų, jie neišėjo dar kažkur, nepasiskleidė po pasaulį, dar pasaulis nesupranta, kas gi vis dėl to čia įvyko. Bet man atrodo, kad mes visi kartu tai padarysime. Ir prisiminimai išeis, ir bus surašyti žmonės, tegu dabar, kad ir tuose menkuose puslapiuose. Ir, kaip žinia, bus atnaujintos ekspozicijos, bus jos skausmingos, bet jos yra būtinos, reikalingos, nes tai reikalingos ir Lietuvai, ir visam pasauliui. Ačiū Jums,
kad jūs neužmirštate ir jūs niekada neužmiršite, aš šitą žinau. Ir kartais ateina tikrai žmonės ir, nu, aš suprantu, suprantu ir tą skausmą, kuris čia buvo, kuris pasiliko amžiams. Ir gerbiu jūs labai už tai, kad neužmirštate, gerbiu už tai, kad jūs ateinate. Ir kviečiu dar ir dar kartą ateiti, prisiminti, neužmiršti. Noriu palinkėti, baigdama, jums sveikatos, stiprybės, kurios taip trūksta mums, ypatingai ir dabar, ir manau, ir ateityje trūks. Na, ir gerų dienų. Ir kad tai, darykime viską, kad tai niekada daugiau nepasikartotų, kad nebūtų šitų visų baisybių. Ačiū jums. Teier Freund, wir haben alle zusammen geklieben. Ich habe mal sehr viel gelitten. Ich habe durchgedrungen, sehr viel zu uns, unser ganzer Volk. Kein Mann nicht vergessen, kein Mann nicht vergeben. Ich will erst retten mit meinen Dichten, was ich habe geschrieben, das alte Kind. Bis jetzt gewesen bin ich ein Kind. Nicht gewusst, ich habe meine Jungen. Getrieben von dem bösen Wind. Kleiner Hater bin alt geworden. Nicht war Kind, ich hab gefühlt. Nicht war Kind, ich hab gespürt. Nicht war Kind, ich hab getracht. Nicht war Kind, ich hab gelacht. Ich bin nicht verschläfert auf dem Schoß, wie andere Kinder bei der Namen. Ich hab durchgetragen mit Alt und Groß, dem Gräuel von meinem Volk zusammen. Und von jener Zeit, von dem Ton. Ich sehe noch halb die Pein in Chorin. Ich wende sich zum neuen Dor, das Kindheit, Tekev, schenkt dem Schock. Ačiū už gerą eilėraštį. Reiškia, dabar norėtume paprašyti mūsų rabiną Urielį Kabalkin pasimelsti. Gal dar tiesa, kas nors norėtų pasisakyti? Ar yra norinčių? Prašom tada, rabinas. Eile molei rachamim שויכן במרוימים המצאים מלוכון נכונו על כנפי השכינו במלויס גדוישים ותהוירים כזוי הרורקי המאירים ומזהירים לנשומויס הקדושויס והתאורויס שנהגו ושנרצחו ושנקברו חיים על ידי הרוצחים, הפשיסטים, ההיטלריסטים הארורים יימח שמם וזכרם שהולכו לעולמם בואי ירקובנה בעבור שעונו וכל היהודים מסבלים עליהם ונועדבים את צדקו ומספללים בעד הזה קורס נשמו יסיים בגן עדן אתם מנוחו סום
רחמים, יסתירם בסיסך נופו, לאלומים, ויצרוי, ביצרוי רחמים, חסן ישמוסם, אדוני הוא נחלוסם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם, לקץ הימין, ונאמר אמן. אדם. 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 אד